Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir wollen uns nun weiter mit HTML beschäftigen, nachdem wir im letzten Video schon gesehen haben, wie die Grundstrukturen von HTML aussehen. Wir haben gewisse Elemente kennengelernt und wir haben die grobe Struktur kennengelernt. Wer das nicht mehr im Kopf hat, sollte sich das auf jeden Fall noch einmal im letzten Video anschauen. In diesem Video soll es damit weitergehen, dass wir uns jetzt weitere Elemente angucken, und zwar konkret Verweise, das Einbinden von Bildern, Listen und Tabellen. Das sind die vier Punkte, die ich in diesem Video ansprechen möchte. Das Ganze ist als Sing-Along-Video gedacht. Die Idee ist also, dass ihr selber versucht, alle diese Sachen nachzuvollziehen. Also immer, wenn ihr euch etwas angesehen habt, versucht, das anschließend selber einmal nachzubauen. Ihr solltet den HTML-Code also selber im Editor schreiben, bei euch auf dem eigenen Computer in den Browser laden, gucken, ob alles passt und alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, oder ob irgendwo etwas nicht klappt. Dann heißt es Fehler suchen. Und da muss man immer sehr penibel, sehr genau sein, denn schon ein einziger Buchstabendreher oder ein einziger vergessener Buchstabe sorgt dafür, dass bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Selber ausprobieren, das ist an dieser Stelle und nicht nur an dieser, sondern fast durchgängig in dieser Vorlesung, in dieser Videoserie, ganz entscheidend. Nur dadurch lernt man, wie man mit diesen Dingen umgeht. Mir nur dabei zuzuschauen, wie ich es mache, bringt gar nichts. Genug der Vorrede, und damit steigen wir dann auch ein und wenden uns wieder unserer Entwicklungsumgebung zu. Wir haben hier jetzt wieder, wie im letzten Video schon, links den Editor, in dem wir unsere Dateien bearbeiten können, rechts den Browser mit der Vorlagedatei und unten den Ordner mit unseren HTML-Dateien. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie Verweise funktionieren. Dafür machen wir erstmal wieder eine Kopie unserer Vorlagedatei und benennen diese um in Verweise und Bilder. Diese Datei laden wir in unseren Editor und geben hier den entsprechenden Titel Verweise und Bilder. Also speichern wir zunächst einmal direkt und sind erstmal soweit fertig. Jetzt können wir zunächst einmal einfach Text in diesen Absatz hier hineinschreiben. Zum Beispiel Universität Paderborn schreibe ich hier hinein, speichere die Datei und lade sie im Browser hier drüben einmal, ziehe ich sie hinein und dann sehen wir, dass hier der Text steht und er ist natürlich nicht anklickbar, weil wir nur ganz normalen Text hier stehen haben. Dieser Text, den wir hier geschrieben haben, der soll aber nun angeklickt werden können, damit, wenn wir auf Universität Paderborn klicken, wir auch zur Homepage der Uni Paderborn gelangen. Dafür müssen wir den Text in eine sogenannte Linkumgebung einbetten. Eine solche Linkumgebung heißt in HTML Anker und die fügen wir jetzt hier ein. Dafür machen wir ein Anker-Tag, das heißt kurz A. Wir müssen das Anker-Tag natürlich auch schließen wiederum. Das muss innerhalb des Absatzes geschlossen werden und so haben wir einen Anker erstellt. Wir speichern die Datei einmal, wir laden sie hier drüben neu und wie wir sehen, ändert sich aber nichts. Wir können hier immer noch nicht draufklicken, es passiert gar nichts. Was fehlt denn hier jetzt nun? Nun, es fehlt die Angabe dessen, wo wir denn eigentlich hinwollen, wenn hierauf geklickt werden soll. Dafür müssen wir ein Attribut vergeben für das Anker-Tag. Und zwar, hier werden uns schon vom Editor verschiedene Vorschläge gemacht, wir verwenden das href-Attribut, href für Hypertext Reference. Und da geben wir nun die Adresse der Webseite an, zu der wir gelangen wollen, wenn wir auf eben den Inhalt des Tags, der Inhalt ist ja das, was zwischen den Tags steht, also Universität Paderborn, klicken. Und da müssen wir nun eine Adresse hineingeben, und zwar zwischen diese Anführungszeichen, die uns der Editor hier freundlicherweise schon eingefügt hat. Wie sehen Adressen aus? Naja, das kennen wir im Grunde genommen schon, weil wir sowas ja in der entsprechenden Vorlesung, in dem entsprechenden Video neulich schon kennengelernt haben. Wir können hier beispielsweise angeben https://www.unipaderborn.de und jetzt habe ich das hier also hineinkopiert. Wir laden die Datei hier entsprechend noch einmal neu und wenn ich jetzt, wir sehen jetzt, dass der Link jetzt tatsächlich als Link erscheint. Er ist in blauer Schrift, er ist unterstrichen. Das ist die Standarddarstellung, die die meisten Browser für Verweise so verwenden. Und wenn wir die Maus über den Text bewegen, dann sehen wir hier, dass jetzt der zu einer Hand wird. Wir können dann darauf klicken und gelangen entsprechend zur Webseite der Uni Paderborn. Wir gehen wieder zurück, denn das ist das, was uns ja eigentlich hier interessiert. Solche Links hatten wir schon im letzten Video gesehen, ohne dass ich darauf eingegangen war. Auf diese Art und Weise können wir auf Webseiten verweisen, die irgendwo auf der Welt auf irgendeinem Webserver liegen. Manchmal möchten wir aber auch lokale Dateien miteinander verknüpfen. Wenn wir beispielsweise auf die Seiten überschriften.html zugreifen wollen, die hier im selben Ordner liegt, dann können wir das ebenfalls machen. Dafür mache ich das jetzt erstmal ein kleines bisschen übersichtlicher, dass wir die Struktur hier etwas besser erkennen, mit nämlich dem Absatz, den wir hier haben, und darin den Anker, den Text mit unserem Anker. Und hier fügen wir jetzt einen weiteren Text mit einem Anker ein. Wir schreiben hier wieder ein A hin, machen gleich schon mal das Attribut mit dem href dazu, lassen das aber erst noch einmal leer, schreiben hier nun irgendeinen Text hinein, zum Beispiel lokale Seite, und schließen den Anker wieder. So können wir wieder nicht vergessen, dass wir den Anker auch schließen müssen.
Jetzt geben wir hier drin den Namen der Datei an, die uns interessiert. Wir nehmen einfach mal den Dateinamen hier unten, den kopiere ich mir gerade mal hier hinüber, setze den hier ein, muss allerdings unbedingt auch die Dateiendung mit angeben, also das .html, da muss man immer dran denken. Und deshalb ist es wichtig, dass im Explorer bzw. im Finder eingestellt ist, dass man die Dateiendungen auch sieht, damit man sich hier nicht vertun kann. Der Text, der hier zwischensteht, sollte natürlich etwas sein, das für den Benutzer irgendwie verständlich ist. Der Benutzer, der Besucher unserer Webseite muss natürlich irgendwie eine Ahnung haben, wo er denn dahin gelangt. So, und auf diese Art und Weise haben wir jetzt also einen weiteren Verweis angelegt, der jetzt auf eine lokale Datei zeigt. Und wir laden das hier drüben noch einmal neu. Und dann sehen wir, dass das im selben Absatz hier steht natürlich. Und dass hier lokale Seite steht. Und wenn ich darauf klicke, gelangen wir genau zu der Seite überschriften.html, die wir ja im letzten Video erstellt haben. So einfach geht das also mit Verweisen von einer Webseite auf eine andere. Das war schon fast alles, was ich zum Thema Links machen möchte. Eine Kleinigkeit kommt aber gleich noch. Erst einmal wollen wir uns jetzt aber angucken, wie man ein Bild einbindet. Dafür habe ich etwas vorbereitet. In einem anderen Ordner auf meinem Computer habe ich hier schon eine Datei liegen mit einem Bild drin. Das ist das Bild Bild1.jpg, das wir hier haben. Das können wir uns hier einmal angucken. So sieht das Bild aus. Nicht fürchterlich spannend. Und das soll nun in unserer Webseite mit angezeigt werden, auf unserer Webseite mit angezeigt werden, zusammen mit dem Text, den wir eben geschrieben haben. Dafür erstellen wir jetzt zunächst einmal hier einen neuen Absatz. Ich möchte das in einen neuen Absatz packen, machen also hier wieder ein P-Tag hin, ein schließendes P-Tag dazu. Dann haben wir einen neuen Absatz, in dem ist natürlich jetzt noch nichts drin. Und dort möchte ich nun das Bild anzeigen lassen. Dafür muss ich dieses Bild ansprechen. Das machen wir aber jetzt nicht mit einem Anker-Tag, denn ein Anker würde ja nur dafür sorgen, dass wir da auf das Bild irgendwie drauf, dass wir auf etwas klicken können, um dann das Bild anzuzeigen. Wir wollen aber das Bild hier direkt anzeigen lassen. Und das machen wir mit einem Image-Tag, kurz IMG. So sieht dieses Image-Tag aus. Und das hat tatsächlich keinen Inhalt, sondern es hat mehrere Attribute. Das erste Attribut, was wir auf jeden Fall brauchen, ist das SRC-Attribut, SRC für Source. Und dieses Attribut ist die Quelle, aus der das Bild kommen soll. Da müssen wir jetzt hineinschreiben den Dateinamen unseres Bildes. Auch den kopiere ich mir also wieder hier herüber. Bild 1 und wieder die Dateiendung nicht vergessen, .jpg. Das reicht aber noch nicht. Wir müssen hier außerdem noch ein weiteres Tag immer mit angeben. Das ist verpflichtend, da dürfen wir nicht drauf verzichten. Das ist das sogenannte Alt-Tag. Und da müssen wir einen Text hineinschreiben. Und dieser Text sollte eine Beschreibung dessen sein, was auf dem Bild zu sehen ist. Dieser Text wird immer dann angezeigt, wenn das Bild aus irgendwelchen Gründen nicht selber angezeigt werden kann. Dann wird also stattdessen dieser Text hier angezeigt. Das Image-Element ist ein weiteres Element, das keinen Inhalt und daher kein schließendes Tag enthält. Zwar mag uns das so vorkommen, als hätten wir einen Inhalt, aber wir geben das Bild ja eben über ein Attribut an und nicht als Inhalt. Alle benötigten Informationen stehen also schon in den Attributen und so haben wir hier ein weiteres inhaltsleeres HTML-Element, wie zuvor schon das BR- und das Meta-Element, das wir kennengelernt haben. Ich habe die Datei schon gespeichert, jetzt können wir sie hier drüben einmal neu laden und dann sehen wir, dass das Bild hier angezeigt wird, genau wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben das Bild hier im selben Ordner liegen wie unsere Datei Verweise und Bilder.html und genauso lag ja auch unsere Datei Überschriften.html im gleichen Ordner. Oft ist es aber sinnvoll, die Bilder nicht im selben Ordner zu haben, sondern in einem Unterordner. Das ist besonders dann hilfreich, weil es übersichtlicher ist, wenn wir viele Bilder haben, die wir hier mit verwenden auf unserer Webseite. Daher lege ich hier jetzt einfach mal einen neuen Ordner an, benenne diesen Bilder und schiebe das Bild dort hinein. Wenn wir nun unsere Webseite hier erneut laden, stellen wir fest, dass das Bild nicht angezeigt wird. Es wird aber stattdessen genau dieser Alt-Text angezeigt, also der Text, den wir hier in dem Alt-Attribut vergeben haben, weil das Bild eben nicht gefunden werden kann. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern wir müssen jetzt hergehen und müssen hier entsprechend die Source, die Quelle, korrigieren, indem wir den Pfad zu dem Bild angehen. Das heißt, wenn man ausgehend von dem aktuellen Ordner, in dem sich unsere HTML-Datei befindet, das ist ja dieser Ordner strukturierte Dokumente, den ich hier unten rechts sehe, von da aus müssen wir in einen Unterordner namens Bilder hinein, also schreiben wir den Namen dieses Ordners hier hinein, einen Schrägstrich dahinter. Und das ist es dann auch schon. Dabei muss der ganz normale Schrägstrich verwendet werden. Es dürfen auch keine überflüssigen Leerzeichen hier hineingemacht werden. Das war es aber dann auch schon. Jetzt können wir die Datei hier drüben erneut laden und wir sehen, das Bild ist wieder da. Alles ist also gut. Wir binden nun noch ein weiteres Bild ein. Auch das soll wieder in einen eigenen Absatz. Ich habe dann noch ein Bild vorbereitet. Das kopiere ich ebenfalls in diesen Ordner Bilder hier hinein. Da liegt also jetzt das Bild 2.jpg und das wollen wir jetzt hier auch einfügen. Das machen wir ganz genauso wie eben. Ich kopiere einfach kurzerhand den Text hierher und dann ändern wir das entsprechend in Bild 2. Natürlich müssen wir den Alttext ändern, weil es sich um einen anderen Wasserfall hier handelt. Und dann können wir das hier drüben wiederum
Neuladen und Anzeigen. Und so funktioniert also auch das. Soweit ist das nichts Neues und daher auch nicht weiter spannend. Jetzt wollen wir aber dieses Bild zu einem Verweis machen. Wenn der Betrachter der Webseite also auf dieses Bild hier klickt, soll er auf einer anderen Webseite landen. Wir wissen schon, wie man einen Verweis erstellt, indem wir nämlich einen Anker erstellen. Das Ziel dieses Ankers lasse ich zunächst einmal leer, aber wir schließen das Tag hier hinten und sehen jetzt, dass also der Inhalt unseres A-Elements, unseres Anker-Elements, das komplette Bild ist. Wenn wir also analog zu hier oben, wo ja innerhalb des A-Tags Universität Paderborn stand, jetzt wird hier innerhalb des A-Tags ein Bild angezeigt, also sollte das Bild damit gleich anklickbar sein. Wir wissen aber, dass das erst dann funktioniert, wenn wir hier auch etwas festgelegt haben für das href-Attribut und ich nehme da jetzt einfach mal auch wieder den Text der, oder die Adresse der Uni Homepage von uns. Das ist natürlich nicht sonderlich sinnvoll, sondern sinnvollerweise würde das Bild vermutlich woanders hin verweisen, beispielsweise auf einen Wikipedia-Eintrag zu diesem Wasserfall oder sowas. Aber ich mache das mir jetzt einfach mal das Leben gerade leicht. Und wir sehen, wenn ich jetzt den Mauszeiger hier drauf bewege, wird er zu einer Hand. Ich kann das Bild jetzt anklicken und wir landen wieder auf der Homepage der Universität Paderborn. Somit sollte also auch das Prinzip klar sein, wie wir so etwas machen können, also ein Bild zu einem Verweis machen können. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch eine kleine Ergänzung anbringen. Und zwar möchte man manchmal Bilder einfach so im Text stehen haben, wie wir das hier jetzt haben. Manchmal möchte man sie aber, wie man das auch aus Büchern oder Zeitschriften kennt, zusammen mit einer Bildunterschrift auf der Webseite anzeigen. Auch das geht. Dafür gibt es ein weiteres HTML-Element und das heißt Figure. Das können wir also hier auch einfügen. Das brauchen wir auch wieder als schließendes Element entsprechend. Und in dieses Element hinein schreiben wir zunächst einmal unser Bild. Ich nehme einfach nochmal dasselbe Bild wie das, was wir hier oben schon haben. Das sieht also genauso aus wie eben. Jetzt kommt aber außerdem hier noch eine Bildunterschrift hinein. Und dieses Element heißt FigCaption. Hier wird es uns schon wieder angeboten. Fügen wir also hier ein. Auch das müssen wir wieder schließen. Und dort hinein können wir jetzt einen Text schreiben, zum Beispiel eben den Namen unseres Wasserfalls, den wir hier abgebildet haben. Jetzt können wir die Datei speichern, hier drüben neu laden und wir sehen jetzt, dass hier eben erneut dieses Bild angezeigt wird, jetzt mit der Bildunterschrift zusammen. Und wir sehen, dass das Layout ein bisschen anders ist, es ist eingerückt. Das ist die Standarddarstellung des Browsers, auf die können wir Einfluss nehmen. Wie das geht, erfahren wir in Kürze in einem weiteren Video, aber nicht mehr in dieser Woche. Das war es zum Thema Bilder und Verweise und nun schauen wir uns einmal an, wie man Listen erstellen kann. Dazu schließe ich diese Datei, die brauchen wir nicht mehr, sowohl hier als auch im Editor. Und wir erzeugen uns eine weitere Kopie unserer Vorlagedatei, die wir entsprechend Listen nennen. Auch die lade ich wieder in unseren Editor hinein, die lade ich außerdem gleich auch schon mal in unseren Browser hinein. Und wir benennen sie hier natürlich entsprechend um Listen. Machen hier drüben nochmal, laden nochmal neu, dass wir sehen, wir haben hier auch wirklich die Datei Listen geladen, geöffnet. Den Absatz löschen wir jetzt als allererstes hier einmal, denn Listen sind nicht Bestandteil von Absätzen. Und es gibt zwei Arten von Listen, unnummerierte und nummerierte Listen. Die ersteren heißen auf Englisch Unnumbered List oder kurz UL. Und what goes up must come down. Das heißt, wir müssen diese Liste natürlich auch wieder schließen. Und in diese Liste hinein, also zwischen diese Tags, kommen jetzt die einzelnen Elemente unserer Liste, Englisch List Items oder kurz LI genannt. Davon machen wir jetzt einfach Kopien, so viele, wie wir Listenelemente haben wollen und schreiben hier jetzt einen Text hinein. Wir speichern die Datei wieder, laden sie im Browser neu und sehen, dass wir hier jetzt unsere Liste aus drei Elementen haben, so wie ich sie hier links angegeben habe. Wir können auch Listen ineinander schachteln. Dafür fügen wir eine weitere Liste in ein solches LI-Element hinein. Wenn wir also zum Beispiel in den zweiten Punkt hier eine Unterliste einfügen wollen, dann können wir das einfach machen, indem wir hier jetzt eine weitere UL beispielsweise, eine weitere Unnumbered List einfügen und diese selber wiederum Listenelemente hinzufügen. Ihr seht immer, ich mache neue Zeilen und Einrückungen, damit das Ganze übersichtlich bleibt. Die Unterliste ist also innerhalb des umgebenden Listenelements. Das LI also wird vor der Unterliste geöffnet und erst dahinter wieder geschlossen. Wir speichern das, wir sehen uns das hier drüben wieder einmal neu an und sehen jetzt, wie hier dieser Unterpunkt angezeigt wird. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir auch nummerierte Listen erstellen können. Diese heißen OL für Ordered List und wir können die ganz einfach zum Glück erzeugen. Ist gar nicht schwierig, wenn wir das einmal verstanden haben, wie das mit den Listen geht, weil wir hier schlicht und ergreifend nur das U durch ein O ersetzen müssen. Also eine Ordered List anstatt einer Unordered List. Und
Das machen wir also einfach OL und hier unten müssen wir das entsprechend genauso natürlich machen. Das müssen immer beide Elemente, beide Tags gleich heißen. Wir laden das neu und wir sehen jetzt, dass diese Liste nummeriert ist, aber natürlich nur die äußere Liste, denn für die innere haben wir nach wie vor gesagt, dass sie unordered sein soll, unnumbered sein soll. Und wir können das jetzt aber auch modifizieren, können auch hier eine OL draus machen, wenn uns das lieber ist, und können das neu laden und dann sehen wir, dass auch diese Unterliste nun nummeriert, mit einer Nummer versehen ist. Das war es dann auch schon zu den Listen und deshalb können wir die auch gleich wieder hier schließen, machen die auch hier drüben wieder zu und wir wenden uns dem letzten Thema für dieses Video zu, nämlich den Tabellen. Dazu erzeuge ich wieder mal eine Kopie meiner Vorlagedatei, benenne sie um in Tabellen, lade sie in den Editor, gebe ihr einen Titel, speichere sie, lade sie in den Browser. Auch hier entfernen wir wieder den leeren Absatz, weil eine Tabelle direkt in den Rumpf des HTML-Dokuments geschrieben wird. Und eine Tabelle heißt auf Englisch Table. Und genauso heißt dementsprechend auch das HTML-Element, das wir brauchen. Wir öffnen und schließen das wieder entsprechend. Und wir wollen hier jetzt eine kleine Tabelle hineinpacken, die Daten aus einer Umfrage enthält. Dafür müssen wir jetzt in dieses Element den Inhalt unserer Tabelle hineinschreiben. Das erste, was wir hier einfügen, ist eine Caption, eine Tabellenüberschrift. Und da machen wir wieder ein öffnendes und ein schließendes Tag, wie üblich. Und dazwischen schreiben wir unsere Tabellenüberschrift. Wir wollen hier also die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlichen. Jetzt folgen die einzelnen Tabellenzeilen. Tabellenzeilen sind TRs für Table Row. Und davon wollen wir hier in unserer Tabelle drei Stück haben, die wir jetzt gleich mit Inhalt befüllen werden. Der kommt nun. In der ersten Zeile hat man oft Spaltenüberschriften. Für jede Spalte unserer Tabelle schreiben wir hier nun daher als erstes ein solches Spaltenüberschriften-Element in die erste Zeile. Dafür schreibt man aber zum Glück etwas ganz Kurzes, nämlich TH für Table Header. Ich schreibe hier ein solches Element hin und kopiere das nun so oft, wie ich es brauche. Wir wollen das hier nur für vier Parteien machen. In dem Beispiel kurzer Vorlesung ist das etwas ausführlicher, da findet ihr ein kleines bisschen mehr dazu. Hier haben wir jetzt also die Namen der Parteien, deren Daten gleich in der Tabelle stehen sollen. Damit ist die Kopfzeile fertig. In die zweite Zeile sollen jetzt die Umfrageergebnisse. Dafür fügen wir hier wieder Elemente ein. Die heißen allerdings jetzt nicht TH für Table Headers, sind ja keine Spaltenköpfe, sondern das sind die Table Data oder auch Table Dingsbums, kann man dazu sagen. Das sind TD und davon brauchen wir natürlich genauso viele, wie wir in der ersten Zeile Spaltenköpfe erstellt haben. Die Tabelle soll ja gleichmäßig befüllt sein. Dort hinein schreiben wir jetzt die entsprechenden Umfragewerte, die wir hier angeben wollen. Und in die letzte Zeile fügen wir wieder entsprechend viele Elemente ein und schreiben dort die Änderungen gegenüber der Umfrage des Vormonats hinein. Damit ist unsere Tabelle fertig. Wir können die Datei speichern, wir können sie hier drüben neu laden und sehen jetzt das Ergebnis. Schön ist das nicht, aber das kriegen wir in Kürze. Oben steht zunächst einmal die Tabellenüberschrift, die Caption. Darunter kommt dann in einer Zeile kommen die Namen der Parteien, das sind die Table-Header-Zellen, die wir hier also in Fett gedruckt sehen. Das ist die Standarddarstellung, die der Browser hier wählt. Und unten drunter die normalen Tabellenzellen. Keine Linien und nichts. Wie wir das Ganze schön machen, das kriegen wir, wie gesagt, später noch hin. Damit soll es das auch für den Augenblick schon gewesen sein, was ich zum Thema Tabellen mit euch besprechen möchte. Und wichtig ist, dass man hier den Überblick über die Struktur bestellt. Deshalb habe ich hier immer alles auf einzelne Zeilen gesetzt, das immer passend eingerückt. Alle Elemente müssen auch immer in der richtigen Reihenfolge geöffnet und geschlossen werden. Und es müssen natürlich die richtigen Elemente verwendet werden. Innerhalb der Tabelle also zunächst die Caption, dann die Table Rows, dann TH- oder TD-Zellen, die dort enthalten sind, je nach Bedarf. Das ist dann auch schon alles, was wir zu den weiteren HTML-Elementen machen wollen. Wir haben jetzt gesehen, wie man Verweise erzeugt. Wir haben gesehen, wie man Bilder verwendet. Wir haben gesehen, wie man Bilder als Verweise verwendet. Wir haben gesehen, wie man Listen erstellt. Wir haben gesehen, wie man Tabellen erstellt. Alle diese Dinge kann man miteinander kombinieren. Man kann natürlich auch in einer Tabelle ein Bild haben, das selber wiederum ein Verweis ist. Alle diese Dinge sind möglich und das könnt ihr einfach einmal ausprobieren. Wer Spaß daran hat, spielt jetzt einfach mal mit dem, was wir jetzt schon kennen, herum und ihr werdet sehen, dass man schon eine ganze Menge damit machen kann. Das sieht alles noch nicht schön aus, denn dazu, wie man das schöner macht, kommen wir, wie gesagt, erst nächste Woche. Aber zumindest kann man damit schon mal strukturierte Dokumente aufbauen, mit denen man schon eine ganze Menge an Funktionalitäten abdecken kann. Das soll es dann auch für dieses Video gewesen sein. Hier folgt nur noch ein weiteres Video, in dem man das Ganze einmal im Zusammenhang an einem größeren Beispiel sehen kann. Dort sieht man dann, wie alle diese Elemente sinnvoll miteinander kombiniert werden können zu etwas, das dann, wie gesagt, auch immer noch nicht schön sein wird, das wir aber in der nächsten Woche weiter fortsetzen werden, um es auch mit einem vernünftigen Layout zu versehen. Tschüss, bis zum nächsten Video.